Derzeit ist eine Kunstausstellung in der Sangerhäuser Marienkirche zu sehen, organisiert vom Kulturverein Armer Kasten e.V. Der Vorsitzende Siegbert Grieser war so freundlich, uns diese auch außerhalb der Öffnungszeiten zu präsentieren. Wir sprachen mit ihm bei der Gelegenheit über den Kulturverein im Allgemeinen und die Exposition im Besonderen. Wir sind der Kulturverein Armer Kasten. Wir haben uns gegründet im Jahre 2000. Und unser hauptliches Ansinnen ist der Erhalt dieser Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Das ist das zweitälteste Bauwerk in Sangerhausen, zweitälteste Kirche, die in den 80er Jahren zu Ende der DDR-Zeiten eigentlich schon vorm Verfall stand und dann über Bürgerinitiativen gehalten wurde, Dach wurde saniert, Bausubstanz wurde erhalten und daraus ist der Kulturverein entstanden. Der Name Armer Kasten kommt daher, dass es im Mittelalter hier eine Stiftung gab, die sich Armenkasten nannte und die dafür vorgesehen waren, den armen Leuten hier in der Gegend irgendwie mit Speis und Sachen zu helfen. Wir machen ein Kulturprogramm übers Jahr. Unsere Saison beginnt mit der Zeitumstellung und endet wieder mit der Zeitumstellung, weil in der Zeit zwischendurch, also vom Oktober bis zum April, lässt sich die Kirche nicht nutzen. Wir machen hier Konzerte, Lesungen, Theater, also alles, was Kleinkunst angeht und unter anderem eine Ausstellung jedes Jahr, die über einen längeren Zeitraum geht. Wir konnten in diesem Jahr zwei Künstler für uns gewinnen, die Katrin Ley und den Kai Vogtmann, die in Kaltennordheim und in Gera beheimatet sind. Und diese Ausstellung läuft bis zum 1. September noch, also bis zum Kubermännchenfest. Die Zeit wollten wir unbedingt nutzen, weil da ein sehr großer Publikumsstrom kommt. Und der Kai Vogtmann, der ist Illustrator, macht also Zeichnungen und Collagen. Und die Katrin Ley, die arbeitet figürlich, macht Bronzen und Steingüsse und arbeitet mit Papier und, wie gesagt, mit Bronze. Also die Ausstellung ist geöffnet täglich in der Woche von 13 bis 17 Uhr, am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Und wenn jetzt irgendwie eine Gruppe vor der Tür steht, steht eine Telefonnummer, dann kann man mich anrufen und dann mache ich die Kirche auch außerhalb der Öffnungszeiten auf.